Marius, der Zettel ist voll mit Chancen für Borussia Dortmund. Dein Name steht auch drauf. 37. gehalten, also auch ein gutes Ding von dir. Trotzdem geht es am Ende 2-2 aus. Du bist wahrscheinlich mega sauer, oder? Ja, wie du sagst, die Chancen. Ich denke, wir haben das Spiel kontrolliert. Wir haben 5, 6 Top-Chancen, die wir nutzen müssen. Und am Ende steht so mit dem Punkt da. Ja, ist extrem bitter jetzt nach dem Spiel. Natürlich eine große Enttäuschung. Und ja, jetzt müssen wir uns selber angreifen. Klar wusste ich das auch aus dem Hinspiel, dass da jetzt auch mal Spiele gibt, wo man nicht so viel zu tun hat. Aber trotzdem war ich natürlich sehr viel im Spiel eingebunden. Und du sprichst an, die Schalke hatte 2 oder 3 Torchancen, machen 2 Tore. Fühlt sich natürlich scheiße an. Had one or two more chances yesterday and I can do better for sure. And this is why I'm also disappointed about me in this case. But yeah, of course, it's great for the next games. And yeah, I feel really good on the pitch and you can see it directly with my statistic. Wir hatten eigentlich komplett die Kontrolle gehabt über das ganze Spiel, haben uns sehr viele Torchancen erarbeitet, müssen das Ding eigentlich früher klar machen, denn selbst nach dem ersten Ausgleichstreffer haben wir uns davon nicht abbringen lassen, waren wieder in Führung und kassieren trotzdem noch den Ausgleich, das darf uns so auch nicht passieren. Was eigentlich gut funktionierte, war diese Idee, Rafa mal zentral zu stellen, weil wir haben alle natürlich gerätselt, wo spielt der Wolf denn? Spielt er offensiv, spielt er defensiv? Wie hat das denn funktioniert, deiner Meinung nach, im Mittelfeld? Ich denke, man hat es gesehen. Vor allem Rafa hat ein Tor gemacht, ein super Spiel gemacht. War da für die Kreativität, hat er gesorgt, hat auch defensiv gearbeitet, geackert. Und ich denke, ja, er hat die Rolle sehr gut ausgefüllt. Und wie gesagt, wenn man zum Spiel was sagen muss, dann ist es einfach, dass wir selber schuld sind, weil wir Tore nicht gemacht haben. It's really a sad emotion because it's a most important game of the season for us, for the fan also. We are just expecting to see the fans after the game here in Brakel and yeah, we were really sad about the result at the end and you can see they celebrate like they win because we draw the game and yeah. Of course, I'm really happy to score goals and yeah to make one assist for my partners, but it's not enough. And the most important thing was the result, and yeah, we didn't do it.